Führer. Dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Dann sollen die Armee kehrt machen! Dann entblößen wir die Westfront. Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Früher oder später werden die Westmächte einsehen, dass nur wir die Bolschewisten aufhalten können. Wir sind das letzte Bollwerk gegen die asiatischen Horden. Wir müssen Berlin halten, nur wenige Tage. Dann machen wir mit den Amerikanern Kippe. Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände. Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Y me llama el cocinero. Risita, ¿qué? Ve por la paellera. Venga, que las 2 de la tarde ya están aquí. Miren, bañador. En las chanclas. Todo despeinado porque no me dio tiempo de nada ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Eso. Eso. Había subido la marea y encontré una paella. Eso. Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entremetía entre las piedras de Chipiona, de Faro. Y cuando entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y adentro la vende paellera. ¡Asómate! ¡Asómate! ¡Mira dónde llega el agua! ¡Llegaba el agua hasta el restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Ay! ¡Eso! ¡Ay, qué hacemos! ¿Qué hacemos ahora? Con los dos sacos de arroz. ¡Ay, llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla que traigo paella! ¡Ay, Jesús! Yo con el bañado, con el bañado y con la paella. ¡El cocinero! No vea, para Sevilla. Y me... Y al último, que cuando ya salió la bien de regla, estamos llorando los dos. Me cobró el tío la... Me cobró a 500 veces. Y ya no fui más. Me fui andando a cuello amarillo hasta hoy. Eso. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Wer schickt Sie? Dass Sie es wagen, Sie mein Befehl zu widersetzen! Das ist also gekommen. Das Militär hat mich verlogen. Jeder hat mich verlogen, sogar die SS. Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederträchtiger, treuloser Feiglinge. Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbluten... Gestatt Feiglinge, Verräter, Versager. Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Die Generalität ist das Geschmeiß des deutschen Volkes. Sie ist ohne Ehre. Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält. Jahrelang hat das Militär meine Aktionen nur behindert. Es hat mich jeden nur erfüllten Widerstand in den Weg gelegt. Ich hätte gut daran getan, von Jahren alle höheren Offiziere nicht diktieren zu lassen.
Straße wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert. Verräter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden. Es wurde ein ungeheurer Verrat geübt am deutschen Volke. Aber alle diese Verräter werden bezahlen. Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen. Sie werden es saufen in ihrem eigenen Blut. Bitte, Gerda, jetzt beruhig dich doch. Befehle sind in den Wind gesprochen. Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus. Der Krieg ist verloren. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, irren Sie sich gewaltig. Eher jage ich mir eine Kugel durch den Kopf. Tun Sie, was Sie wollen.